herzlichen Dank für das Wort. Nicht einmal ein Takt und schon haben Sie mitgeklatscht. Das ist sensationell. Wunderbar. Einen schönen guten Abend. Ja, und wie wir musizieren, müssen wir ein bisschen erklären, gell? Die Dame spielt die diatonische Knopfharmonika. Das Instrument ist ja bestens bekannt. Aber sie freut sich schon so auf Weihnachten. Jetzt dauert es nicht mehr so lange. Dann kriegt sie endlich eine Ziehharmonika mit Reißverschluss. Das geht schneller wie die Knöpfe, gell? Außer der Reißverschluss klemmt, das wäre dann blöd, gell? Ja, das Instrument, das der Sigi momentan in der Hand hat, schaut von Weitem aus wie ein Akkordeon. Ja, aber wer genauer schon hergeschaut hat, der gemerkt, der tut ja gar nichts mit der linken Hand, gell? Ich muss da meine Kilometer machen und bei ihm ist da alles ganz ruhig und bewegt sich gar nichts. Das hat den Grund, dass er dieses Instrument umgebaut hat. Das heißt, man kann darauf nicht mehr Akkordeon spielen. Da sind alle Stimmen herausgenommen worden und es ist umfunktioniert worden zu einem MIDI-Akkordeon. Das heißt, vorne drauf wird eine Bassbegleitung gespielt und hinten drauf eine Gitarrenbegleitung und wenn man genau hört, auch Akkordeonbegleitung. Genau. So klingt das. Alles natürlich selber gespielt, läuft über eine App, die Turbo Sound App, übrigens ein deutsches Produkt von Turbo Reini, falls Sie das schon mal gehört haben, und ist für uns, aus Bad Reinhardt, ja genau, und ist für uns so eine interessante Art zu musizieren. So brauchen wir nur zu zweit musizieren und wir sparen uns ein oder zwei Musiker noch dazu, gell? Und ich kann leichter die Gage dividieren durch zwei, ist viel einfacher als wie durch drei, gell? Es ist so ungerade. Ja, so schaut's aus, auf diese Art und Weise. Machen wir jetzt eine schöne Walzermelodie, wo man das dann auch gut hören kann, wie das so klingt. Und zwar heißt das Ein Abend am Millstätter See. Thank you.